Hallo meine Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Yeah! Ich freue mich, euch etwas wieder zu zeigen. Und zwar habe ich ja gestern einen Post gemacht, dass ihr abstimmen könntet, oder konntet vielmehr, ob ihr gerne meine Schminksammlung mit den neuen Aufbewahrungen gerne sehen wollt oder wie ich das Ganze einsortiert habe. Und viele haben gesagt, ja, mach das. Und beziehungsweise, die haben mit ja geantwortet. Und da freue ich mich schon. Und ja, da wollen wir auch mal direkt anfangen. Ich werde euch natürlich mein Alex zeigen. Ich habe hier noch eine Box. Da habe ich jetzt ein paar Produkte einfach reingetan, damit das hier nicht so extrem ist. Das Einzige, was hier natürlich fehlt, sind meine Schutzmatten, die man selber zuschneiden kann. Die habe ich bei Ikea bestellt. Ich musste sowieso da rein was für meine Mama bestellen. Ansonsten habe ich eigentlich alle soweit an Aufbewahrungen bestellt, was das angeht. Wenn dann irgendwann mal meine Schminksammlung reduziert ist, aufgebraucht ist oder aussortiert, wird das ja bestimmt irgendwie anders einsortiert, aber bis jetzt bin ich sehr zufrieden. Ansonsten muss ein bisschen mein Pflegeturm hinhalten, was hier steht. Aber bis jetzt ist alles soweit in Ordnung. Ich möchte jetzt nicht ganz so lange rumlabern. Ich hoffe, es wird euch gefallen. Und ja, dann legen wir mal los mit dem Alex. So, ich werde euch jetzt erstmal einen kurzen Einblick machen, wie jetzt die Ecke aussieht. Also hier sind ja meine Pflegeturm und Frisiersachen. Oben ist jetzt noch etwas mit Kosmetik, das zeige ich euch natürlich. Und hier ist dann der Neuner Alex von Ikea. Da oben, ich gehe mal immer mit meinem Stativ näher ran, seht ihr dann meine Parfüms. Genau. Und in den ganzen Schubladen seht ihr gleich nach und nach meine Schminke. Ich werde aber in den Kategorien nicht auf alle Produkte eingehen, weil sonst wird das natürlich den Rahmen sprengen, beziehungsweise es wird dann ein 100-Stunden-Video werden, vermutlich. Und deswegen werde ich euch nur so einzelne Produkte zeigen. Dann erzähle ich euch, davon habe ich mehrere, davon habe ich weniger. Warum habe ich davon etwas mehr als alles andere? Und ja, genau. Und zwar fangen wir jetzt oben an und hören gleich unten, da unten auf. Ich wünsche euch super lang, ich wünsche euch sehr viel Spaß und ja, bis gleich. So, hier seht ihr meine Lippenstifte. Ich werde euch natürlich auch ein bisschen detailmäßig erzählen, welche Aufbewahrungen ich hierfür genommen habe. Und zwar sind das genau meine ganzen Lippenstifte, die in einer Aufbewahrung sind, die ich von Amazon bestellt habe, von By Allegory. Ich weiß jetzt nicht, wie weit dass man das sieht. Und zwar habe ich hier eine ganz lange Lippenstift-Aufbewahrung mit einer Schutzmatte drin. Ich werde euch das mal hier... Ich weiß nicht, ob man das hier sieht. Und zwar ist das hier eine Schutzmatte. Und da habe ich immer wieder meine Lippenstifte hineingetan, so dass es auch hält. Also wenn das dann hin und her wackelt, dann ist das nicht mehr ganz so schlimm, wie ihr seht. Schön stabil. Ich bin sehr, sehr zufrieden. Das einzige Manko ist natürlich, dass man die Schublade nicht ganz so weit rauszieht. Ich hatte aber auch das Problem mit den alten Aufbewahrungen gehabt, dass man da hinten reingreifen muss. Und ja, ich weiß, es sind sehr, sehr viele Lippenstifte, aber ich werde mich nach und nach auf manche Produkte spezialisieren oder beziehungsweise reduzieren. Zum Beispiel meine Lieblingsmarke Revolution. Mittlerweile bin ich auch wieder ein Fan von Essence geworden oder auch von BH Cosmetics. Und ja, ich bin mal richtig gespannt, was die sich einfallen lassen, denn ich war gestern auch mit meiner Mutter unterwegs einkaufen und die haben auch
unsere Aufsteller etwas anders gestaltet. Und da hinten ist jetzt noch so eine riesen Lücke. Ich bin mal gespannt, was da hinkommen wird. Demnächst. Aber, ja. Und ich weiß jetzt gar nicht, ob ich euch das erzählt habe oder gepostet habe. Mein Rossmann hat Revolution Pro Aufsteller. Das ist endlich eröffnet. Hätte ich auch jetzt nicht so schnell erwartet. Habe aber leider noch nichts geshoppt. Werde ich aber machen und ich werde euch natürlich Bescheid geben, dass ich ein paar Produkte schon geshoppt habe. Und ja, auf jeden Fall, hier sind meine Lippenstifte, wie gesagt, von der Aufbewahrung. Habe ich von Amazon, ist das aus der Reihe bei Allegory. Genau. Und hier seht ihr wieder noch verschiedene Marken. Ich werde euch mal ein paar Marken nur einzeln zeigen, weil wie gesagt, sonst sitzen wir morgen noch hier. Da haben wir noch von Catrice aus der alten Kollektion noch 050 Princess Peach zum Beispiel. Ja, ich werde gucken, dass ich einzelne Lippenprodukte nehme, um es dann auszuprobieren in jedem Schminkkörbchen. Ich habe jetzt ein paar Dinge in meinem Schminkkörbchen getan, wo ich nicht genau weiß, behalten oder nicht. Wenn nicht, dann aussortiert. Dann haben wir hier noch die großen Lippenstifte, die hier nicht reingepasst haben, weil Aiden, wie ihr seht, hier zum Beispiel, ja, zeige ich euch ein Beispiel von dem Benefit. Hier, das dockt hier an und das passt dann halt nicht rein, deswegen ist es hier zwischen. So, also hier haben wir noch Benefit und NYX Full Throttle Lipstick. Und bei jeder Marke werdet ihr feststellen, dass ich da auch sehr viel Nude drunter habe, auch was bei den Lipglossen angeht, weil ich liebe Nude halt mitnehmen in die Tasche, einmal drauf und dann ist gut. So, dann haben wir noch Trended Up. Das ist jetzt eins von denen aus der Glossy Infusion Reihe. Das ist so ein, ja, ich glaube so ein Lipstick-Öl. Ja, genau. Aber hier oben auch nochmal, sorry, Trending Up, dann haben wir hier noch diese Verpackungstubes von Revolution. Einmal Lust und einmal Tenacious. Da mache ich euch mal einmal hoch, kleinen Moment. So. Auch richtig schöne Farben. Das ist aus der Iconic Matte Nude Revolution Lipstick Reihe. Dieses mit diesen schönen Rose Gold Verpackungen. Und hier in dem Silber Schwarz ist dann halt die Farbe Lust. Das ist ein Ultra Amplification Lipstick. Und ich habe immer die Lippenstifte immer hochkant hingestellt, sodass ich die Farben hin sehen kann. Dann haben wir hier noch so eine schöne Verpackung nochmal von Revolution, der Takeover. Der ist etwas vom Ton flaumig. So ein Pflaumen-Lila-Ton. So, dann haben wir hier noch die Essence-Lippenstifte. Die kennt ihr ja, das brauche ich eigentlich nicht viel sagen. Aus der alten Verpackung. Dann haben wir die schwarzen Verpackungen, ne? Es gibt jetzt von den schwarzen Verpackungen jetzt auch noch andere Lippenstifte, habe ich auch schon gesehen. Hier ist eins aus der Metal Shop Kollektion, so ein richtig tolles Metallic Nude. Dann Revolution aus dem Kalender, das zeige ich eins von. Richtig toll, also richtig mega tolle Kollektion war das aus dem Kalender. Hat mich richtig gefreut. Würde ich auf jeden Fall, wenn es dieses Jahr auch nochmal gibt, bestimmt auch nochmal kaufen. Auf jeden Fall, weil ich liebe Revolution. Revolution ist meine Welt und ja. So, dann haben wir noch Flomar. Ja, das ist
aus der Super Matte Lipstick Kollektion. Ich gehe nicht mehr so oft zu Flohmarkt oder jetzt mittlerweile zu Kiko, weil mich das nicht mehr so flasht. Früher hat mich das sehr geflasht, aber mittlerweile nicht mehr so. Ich bin eher in der Richtung, wie gesagt, Drogerie, bei Essence jetzt, bei Flohmann, bei Revolution, Catrice vielleicht ein bisschen noch, aber alles andere reizt mich nicht mehr so. Ich bin wirklich mal gespannt, was Sephora auf die Beine stellt, denn ich fahre irgendwann dorthin, in meinem Lieblingscenter. Und ja, mein riesen Lieblingscenter, ich weiß, ich rede da immer um den heißen Brei, aber ich denke mal, ihr wisst, wo so Sephora so anliegt oder drinne ist. Und ja, auf jeden Fall, P2 habe ich hier auch nochmal. Secret Sensation, das ist so ein Peach. Mona Lisa Smile, das ist so ein Nude. Kleinen Moment. So ein schönes Nude. Dann so ein schönes, ja, Rot. Pink, Pop of the Questions. Das gibt's ja nicht mehr. Ja. Beziehungsweise P2 generell gibt's ja nicht mehr. Weil ja PH, wollte ich jetzt sagen, nee, PH hier vertreten ist. Hier haben wir zum Beispiel jetzt diesen Lipstick. Da habe ich jetzt nur noch einen von mir gekauft, in so einem schönen dunklen Pflaume. Also das sind jetzt auch so die Produkte, die mich auch reizen. BH Cosmetic, wie gesagt, Revolution, MAC haben wir hier noch. Jetzt habe ich die Farbe Revel einfach mal rausgegriffen. Ja, und wie gesagt, das sind solche Verpackungstubes hier. Ne? Hier ist MAC und das ist Revolution. Also die Drogerie lässt sich auch sehr viel einfallen, um Tubes zu entwickeln und zu machen. Finde ich okay. Maybelline haben wir hier oben. Ich weiß nicht, ob man das ein bisschen sehen kann. Ich versuche, meine Candy Nigeria ein bisschen näher ranzurücken. Hier ist dann halt Maybelline, Alverde. Das ist jetzt zum Beispiel die 60 Sweet Berry. Dann haben wir hier noch die grüne Alverde-Packung. Das ist die 21 Berry auch. Aber in einer Nude-Schimmer-Variante. Was haben wir hier noch? Adeco. Hier oben. So ein helles Braun-Nude. Genau. Dann haben wir hier noch Revival de Loop, verschiedene Varianten. Ich habe jetzt eins in meinem Schminkkörbchen. Kiko. Also Kiko von den Lippenstiften fand ich ja auch klasse. Zum Beispiel wie dieser hier. Ne, ist auch so eine schöne Verpackung. Macht man hier oben den Knopf auf und dann hat man hier den Lippenstift. Ist schon eine tolle Sache. Aber wie gesagt, seitdem ich die ganzen neuen Marken in der Drogerie entdeckt habe oder auch generell bei Douglas Piper dort in einem Center einkaufe, ist das nicht mehr so reizvoll. Es sei denn, es ist eine LE oder ein Ausverkauf, was mich dann noch interessiert. So, da seht ihr noch hinten noch ganz viele andere versteckt. L'Oreal ist da drin, Lacombe, Chanel Love habe ich hier noch drin. Revlon habe ich hier noch drin. Und es ist sehr, sehr versteckt. Manhattan, ich glaube, Bijou habe ich hier noch. Wet n Wild kann ich hier noch rausziehen. Das ist so halt der einzige Nachteil jetzt an der Schublade. Aber ja, sobald einiges aussortiert oder aufgebraucht wird, kann ich das Ganze hier vorziehen und habe ich hier wieder etwas hinten Platz. Aber dennoch finde ich das schön, um diese Menge oder diese Masse an Lippenstiften zu bewerkstelligen. Ja, und das waren jetzt so im Groben und Ganzen meine Lippenstifte. Und jetzt gehen wir eine Etage tiefer
zu den Lipglossen. So, ich hoffe, ihr könnt ein bisschen was erkennen. Die nächsten Stufen werden sowieso jetzt gleich anders, glaube ich, hingestellt. Ich guck mal gleich. Auf jeden Fall seht ihr jetzt hier die ganze Reihe Lipglosser, Lip Color Butters. Dieser Behälter hier ist von Ikea, Antonius, genau, habe ich mir jetzt endlich mal gemerkt nach langer Zeit. Das habe ich jetzt noch behalten wegen der Menge an Lipgloss. Ich wollte die Lipgloss eigentlich auch in einer Aufbewahrung machen, aber dadurch bedingt, da ich jetzt hier nicht so die passende Höhe habe. Ja, hier zeige ich euch das mal anders. Moment. So, ich weiß nicht, ob man das hier sieht. Wenn man das jetzt hier zumacht, ist sowieso ganz viel über, was man nicht verstecken kann. Und deswegen habe ich das hier gelassen. Wenn auch hier was reduziert ist, sei es jetzt Lipglosse oder halt andere Produkte, werde ich das natürlich irgendwie umswitchen. Hier zeige ich euch das nur in Proben und Grenzen, was hier noch so ist. Hier sind die neuen Lippengloss, Lippenstift-Kollektion, Lipliner. Also es ist ein 2-in-1 Produkt. Lipgloss, Lippenstift mit Lipliner-Effekt noch mit dazu. Da habe ich auch immer hier auch ein Nude dabei. Also habe ich immer in jeder Kategorie immer ein Nude. Ja, genau. Dann haben wir hier noch Max Factor Lipgloss aus der W7 Mega Matte-Reihe. Dann haben wir hier noch Lip Color Butters von Wet n Wild. Von Astor natürlich. Ne? Eins davon, Isadora. Dann haben wir noch Dior. Essence aus der XXL Shine-Reihe. Ich habe auch noch XXL Long Lasting-Reihe. Und XXL ja, Shine. Nochmal, genau. Wie gesagt, Kiku. Ja. Lacura. Mit Lacura, also Supermarkt und Essence Drogerie, hat alles angefangen mit Kosmetik sammeln. Und ich liebe es. Lacura. Volume Lip Gloss. Floma. Supershine. Misslin. Was haben wir hier noch? Nyx haben wir hier noch. Da habe ich ein paar Dinge von P2 Volume Revolution. Ich weiß nicht, ob es schlau war, diese Farbe zu nehmen. Ich werde das beim nächsten Mal in einem Schminkkörbchen reintun und probieren. Wenn es nichts mehr ist oder nicht so mein Fall war, dann ist das ein Fehlkauf und werde ich dann halt aussortieren. Ja, dann, hoppala, nicht erschrecken, kleinen Moment. So, da bin ich schon wieder. Ist mir ein Lip-Color-Butter runtergeplumpt. Dann habe ich hier noch Trend It Up, genau. Was haben wir hier noch? Das kann ich euch noch ganz schnell zeigen. Catrice. Made to Stay Smoothing Lip Polishes, da habe ich auch was. Dann haben wir hier auch diese Tuben von Catrice. Beautifying, jo. Adeco Lip Color Butters. Revolution. Habe ich auch noch. Da haben wir das aus dem Kalender. Ein Revolution Lip Gloss. Kann ich euch noch zeigen. L'Oreal. Ne, ich versuche verschiedene Farben rauszuholen. Ja. Was kann ich euch noch zeigen? Maybelline. Da habe ich auch davon 2-3 Stück. Dann habe ich hier noch, ich wollte euch noch den Topper zeigen. Hier zum Beispiel noch
Sweet and Tasty Lipgloss von Manhattan. Dann habe ich noch NYX Lipgloss. MNY Lipgloss, sorry. Wo ist denn der schöne Topper? Da haben wir den Topper. So, hier ist jetzt zum Beispiel der Lip Topper von Revolution. Der ist richtig schön. Den hatte ich ein oder zweimal ausprobiert, aber jetzt probiere ich immer noch den von Maybelline in meinem Schminkkörbchen aus. Dann Revlon, Altera, Alverde habe ich hier auch. Ja. Und noch solche Mini-Lipglosse, die habe ich mal in einem Set gekauft. Da waren 3 Stück drin. Ja. Ist auch sehr schön zum Reisen. Was haben wir hier noch? Sonst haben wir eigentlich soweit alle Marken durch. Und dann haben wir hier auch noch eine Palette von Essence The Great and Transform. Den habe ich leider jetzt nicht benutzt oder beziehungsweise vergessen für mein Karnevalskostüm. Ich wollte als Pippi Langstrumpf gehen und wollte halt mit Braun und Orange oder Rottönen arbeiten als, ja, hier Sommersprossen und halt mein Lipgloss oder Lippenstift drauf geben, ganz natürlich, aber habe ich jetzt nicht mehr dran gedacht. Aber ich würde auf jeden Fall versuchen, es dann mal auszuprobieren. Wenn es nichts ist, würde ich das auf jeden Fall zur, ja, Karneval-Halloween-Schminke nehmen. Für meine Bewohner. Genau. Und ja, mal gucken, ob da irgendwas angelangt wird. Ja, hier sind dann auch die Topper. Ja. So, und jetzt gehen wir weiter zur nächsten Kategorie. Und das ist diese Schublade. So, kommen wir zu der nächsten Abteilung, und zwar die Bronzer, Highlighter und Blushes. Ich habe hier Monoprodukte drin. Ich habe auch auf der nächsten Etage, in der unteren Etage noch Monoprodukte. Aber ich habe das jetzt erstmal so eingeteilt. Hier habe ich auch noch dazwischen auch noch Paletten. Auch hier werde ich euch grob natürlich sagen, was ich hier drin habe. Aber erstmal kommen wir natürlich zu den Aufbewahrungen, ja. Ich zeige es euch noch genau, ihr kennt das zwar noch aus der Story, aber jetzt fürs Video, die jetzt meine Story nicht gesehen haben. Das ist jetzt hier mein Acrylbehälter. Ich habe davon jetzt mehrere bestellt, um natürlich auch mehrere Produkte einzuordnen. Ich habe jetzt den Namen vergessen, aber ich habe das von Amazon bekommen. Ich glaube von dem Shop Handgold, glaube ich. Gebt mal bei Amazon Handgold Acrylaufbewahrungen oder so ähnlich ein und dann findet ihr das. Ich finde die sehr, sehr stabil. Also müssen ja nicht immer nur Trennwände dazwischen sein, aber ja, ich finde, das ist eine sehr schöne, stabile Konstruktion. Ich finde auch, dass meine Produkte darin auch sehr gut aussehen. Und ja, hier fangen wir an. Also hier habe ich ein paar kleine Revolution-Produkte von zum Beispiel Bronzer oder halt Highlighter. Hier habe ich jetzt zum Beispiel dieses Bronzing-Produkt. Ich hoffe, man kann es ein bisschen sehen. Ich habe nämlich das Licht bzw. das Fenster ist etwas geöffnet, weil je tiefer ich jetzt gehe, desto dunkler wird. Und ich hoffe, man kann es ein bisschen sehen. Oder man kann es auch aufmachen, dass es nicht blendet. So. Genau, also das ist jetzt so ein Bronzer. Dann haben wir hier auch noch Highlighter zum Beispiel. Pressed Highlighter in einer goldenen Variante. Dazu haben wir auch noch ein Baked Highlighter in golden. Also ich habe jetzt einige von diesen Produkten ja hier. Ich habe ja einen Revolution-Kalender
gemacht mit euch zusammen im Dezember, beziehungsweise ausgepackt. Und davon sind diese kleinen, schönen Highlighter und Bronzer hier. Das habe ich jetzt, ich habe das auch hier kategorisch versucht einzuordnen. Dann haben wir hier noch direkt die MAC-Produkte. Dahinter sind jetzt auch nochmal Revolution, diese Minis, ne? Ich zeige euch jetzt nicht alles, weil sonst wird es das den Rahmen sprengen. Hier habe ich jetzt eine kleine Lücke, weil da jetzt ein Produkt ist in meinem Schminkkörbchen. Ich versuche es wieder so einzuordnen, wie ich es gerne möchte. Aber ihr seht hier trotz all dem, dass das nicht jetzt so richtig reinpasst, weil da hier diese Wölbung ist. Aber es hat noch sehr gut funktioniert und es hängt nirgendwo an irgendeine Kante dran. Also das ist schon mal nicht schlecht. Dann haben wir hier, also wie gesagt, MAC. Dann haben wir hier hinten ganz viel Essence. Haben wir hier hinten. Und hier haben wir hier zwei. Ich zeige euch aber erstmal hier eins von den Essence-Produkten. Das ist ein Matte Touch Blush. Der ist aber so leicht glowy. Und den benutze ich auch schon mal als Konturpuder. Ja, dass ich dann kein Blush mehr brauche. Genau. Dann haben wir hier noch zwei Astor Blushes. Ich zeige jetzt wieder eins. 008 Berry. Brownberry, sorry. Genau. Das ist dann dieses hier. Ein Bronzer von Astor. Habe ich aber, das sieht zwar nicht immer aus hier wie nicht benutzt, aber ich benutze es so gut ich kann. Und finde es dann auch sehr ergiebig. Dann haben wir hier noch zwei von den gleichen Aufbewahrungen. Ich wollte es halt einheitlich haben für meine einzelnen Produkte. Da haben wir den Cindy Luminizer, quasi die Schwester von Mary Luminizer und dem anderen Produkt. Ich wollte eigentlich auch Mary Luminizer, vielleicht finde ich den ja irgendwo. Aber ich habe so einen ähnlichen als Tube von W7. Aber wie gesagt, der ist wirklich, wirklich, wirklich schön. Der ist sehr peachig, schön glowy, richtig, richtig schön. Ja, ich mag ihn auch sehr gerne. Dann haben wir hier noch ein paar High-End-Produkte. Ich zeige euch auch eins davon. Das ist dieser Blush hier, so ein Baked Blush, auch mit so einem schönen goldenen Glow. Das tue ich jetzt wieder in dem Säckchen. So. Dann haben wir hier Maybelline Master Sculpt. Den benutze ich auch. Manchmal nehme ich den auch raus, damit ich auch ein bisschen einen Highlighter von den anderen Produkten spare. Und der reicht mir dann auch zum Highlighten auch für die Augen, unter der Augenbraue, alles mögliche, ne? Also man kann so machen, wie das man möchte. Also man kann den nur nehmen, um nur zu highlighten für die Wangen oder halt highlighten für unter die Augenbrauen oder halt fürs komplette Lid, wie man will, ne? Dann habe ich hier den Maybelline Master's Chrome Metallic Highlighter, den habe ich noch nicht so oft benutzt, finde ihn aber schon vom ersten Eindruck sehr, 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 sehr schön. Ich hoffe, ihr könnt einiges sehen. Wie gesagt, der ist richtig schön peachig, richtig schön glowy. Genau, jetzt zeige ich doch fast alles, aber ist ja nicht schlimm. Ja, dann haben wir hier noch Revlon. Eins von den Revlon Highlighter Paletten. Da habe ich ja die helle Variante und die dunkle. Und dann hier einen Blush. Ne? Dann habe ich von Essence der Prismatic Rainbow Highlighter. Den benutze ich nicht sehr häufig, aber ich versuche damit auch zum Teil so ein bisschen Highlighten auf dem Lid, dass da auch ein bisschen was wegkommt. Für auf den Wangen ist der schon etwas besonders. So, dann haben wir hier noch von Lacome ein Blush. Das ist der Blush Subtil. Ja, so ein Rosewood-Ton. Ich nehme auch ganz gerne solche Rosewood-Töne oder halt etwas dunkler Blush-Töne, um auch ein bisschen Kontur zu sparen auf dem Gesicht. Weil Kontur und ein dunkleres Blush ist mir dann viel zu viel.
Und deswegen gucke ich auch, dass ich dunklere Blushes noch mit dazu lege. Genau. Dann, das erste Mal habe ich ja bei La Vera geshoppt. Ich hatte eigentlich vor, auch ein bisschen was aus dem Sortiment zu holen, aber es hat nicht viel gereizt bei mir. Also ich hatte jetzt nur diesen Blush gesehen, den mir sehr gut gefallen hat. Und ja, genau, dann haben wir noch Reval de Loup Produkte, so Konturpuder, Blushes und so weiter, Highlighter noch aus der Hollywood Fever LE. Ich weiß gar nicht, ob ihr euch noch daran erinnern könnt. Den habe ich immer noch. So, L'Oreal Blushes. Zum Beispiel der Rose Eclair. So ein schöner Glow Blush. Also richtig schöner Ton. Ja, wie gesagt, L'Oreal. Dann habe ich noch L'Oreal, auch aus dieser ähnlichen Konstruktion wie von Maybelline, der Master's Cap. Das ist jetzt hier so eine Variante. Auch hier gucke ich immer, dass ich hier beides schön benutzen kann, für Wangen, für Augen. Ja. So, das war dann das. Das ist jetzt so ein bisschen Schnelldurchlauf. Dann haben wir hier auch noch Paletten. Da habe ich jetzt noch von Adeco meine selbst zusammengestellte Blush, Puder, Highlighter Palette. Den müsste ich auch bald mal wieder rausgraben. Hier meine coolen Essence Highlighter Paletten in einem kühleren Ton und einem bräun, also in einem bronzigen Ton. Die gibt es ja immer noch. Die waren ja mal in einer NE. Jetzt sind die, glaube ich, im Standardsortiment. Da müsst ihr mal schauen. Auch, ich glaube, die Lidschattenpaletten sind zum Teil noch da. Oder sind die schon aus dem Sortiment? Ich müsste mal recherchieren. Aber ich habe gesehen, dass diese Varianten noch da sind. Also bei mir zumindest sind die noch da. Richtig schön. Türkis. Ein schönes Chrome-Finish hier in der Mitte. Rötlicher Ton. Ich hoffe, man kann es sehen. Dann, natürlich in der dunkleren Variante richtig, richtig, richtig schön. Dann haben wir ja meine My Must-Haves Produkte. Die habe ich ja alles aus LE und normales Standard-Sortiment. Die NYX Strobe Genius habe ich aus verschiedenen, mit verschiedenen Tönen. In einem kühlen Ton, dunkleren Töne. Ja, da habe ich immer mal wieder zwischendurch abgewechselt, als ich das in meinem Schminkkörbchen habe. Dann finde ich auch sehr gut kombiniert ein von Youstar, der Contour Effect 2. Das hatte ich als, das ist ein Tube zum Smashbox, glaube ich, Palette. Und ja. Und ich finde, dass die beiden sich eigentlich kaum unterscheiden. Außer ich finde, dass man halt die Kontur und den Bronzer halt umgekehrt hätte machen können. Ja, aber ich kombiniere das so, wie ich das für mich meine. Und dann den Highlighter dazu. Und dieser Highlighter ist auch so ein bisschen Tube zum Mary Luminizer und zu V7. So ein ganz kleines bisschen. Aber ich finde, so eine Palette kombiniert richtig gut auf Reisen, ne? Manchmal habe ich den auch schon sehr oft mit im Urlaub genommen. Auch spontan, wo ich euch mal ein Kofferpack-Video gezeigt habe oder was habe ich in meiner Kosmetiktasche, hatte ich den zwar nicht immer mit dabei oder habe ihn euch nicht gezeigt, aber dann habe ich mich dann doch nochmal spontan entschieden, diese Palette mitzunehmen, weil ich den eigentlich sehr praktisch finde. Und das war jetzt die erste Schublade mitsamt den neuen Aufbewahrungen. Und jetzt gehen wir einfach eine Etage tiefer. Ich hoffe, dass ihr das ein bisschen sehen könnt. Ich muss ja immer gucken, wie ich die Kamera positioniere und mein Stativ hängt hier gerade zwischen meine Beine, damit ich da nicht so viel wackel. Hier seht ihr noch eins von meinen Aufbewahrungen, die ich jetzt oben nicht reinbekommen habe. Wie gesagt, wenn irgendwann so ein paar Paletten verschwinden
ob aufgebraucht, aussortiert, wird das Ganze natürlich etwas einheitlicher, etwas anders. Aber hier zum Beispiel fehlen jetzt nur noch zwei Stück, da könnte ich jetzt neue Monos reintun. Da habe ich jetzt zum Beispiel Catrice Prime and Fine. Ne, auch wieder Contour und Highlighter in einem. Hier ist meine V7 Cloak Commotion. Ich habe das, hatte ich eigentlich gesagt, dass der im Schminkköpfchen ist? Ich glaube ja. Und ihr seht, das ist sehr bröselig und bröckelig. Das ist mir nämlich leider hingefallen und ich muss gucken, dass der mir nicht ganz auseinanderfliegt. Ne, deswegen, ja. Aber der ist trotzdem schön. Also der ist trotzdem toll. Bijou. Auch so ein dunkles Tönchen. So ein schönes Aprikot von der Douglas Eigenmarke. Den nehme ich gerne auch als Highlighter. Dann habe ich auch von Adeco auch so einen Highlighter aus einer LE. Eine richtig tolle LE war das. Und der Highlighter hat mich so angesprochen. Das ist der Arctic Beauty Highlighter. Und ja, ich habe viele, manche LEs habe ich sehr, sehr gerne. Aber dieser Print, der ist wirklich wunderschön. Ja, und dann halt hier von Manhattan ein Natural Bronzing Powder. So, und der Rest ist dann halt Paletten. Hier hinten, ich weiß nicht, ob ihr das hier seht, auf jeden Fall sind hier hinten zum Beispiel, ich kann ja eins rausholen, sind die Revolution Paletten, egal ob Blush oder Highlighter oder Contour. Hier zum Beispiel ist die Palette B1 Highlighter Palette. Genau. Und ich habe bei der Pro Reihe, ich habe ja, glaube ich, kurz erwähnt, dass ich die Revolution Pro entdeckt habe. Wenn nicht, erzähle ich euch das eben. Und habe da auch sehr, sehr viele schöne Produkte gesehen. Also, es kann sein, dass einige noch Ersatzkartons hierher kommen. Also, ich werde jetzt keinen Schrank kaufen. Aber dann verstaue ich das in Kartons oder halt in Kisten. Weil ich liebe es. Ich liebe meine Sammlung. Ja, Revolution Ultra Glow. Hier soll diese Riesenpaletten. Genau, das sind, glaube ich, die Anfänger von Revolution Pro, weil hier auch Ultra Pro Glow steht. Ne? Helle Variante, dunkle Variante. Ne? Pro Glow 2. Ultra Cool Glow habe ich hier. Und Powder Contour. Also ich habe jetzt nicht alle Powder Contour, weil ich habe schon mal so ein bisschen geguckt nach den passenden Farben für mich. Ne? Genau. Dann habe ich hier noch einzelne Produkte. Das sind zum Beispiel. Moment. Hier die einzelnen Revolution Produkte. Ja. Die habe ich so lange hier in den Eckchen getan. Die neue Love Palette. Und Love ist jetzt bei uns raus und es ist Revolution Pro, wie gesagt, eingezogen. Da freue ich mich auch schon unheimlich drauf, es dann dort mir anzuschauen, zu shoppen. Aber das ist auch wirklich eine sehr tolle Palette. Ich hatte Glück, dass ich da zum halben Preis bekommen habe. Eine sehr verdreckte Forever Palette, die muss ich dringend sauber machen. Mit dem wunderschönen Blushfarben, da habe ich auch ein bisschen immer mal wieder reingedippt. So, dann die Great and Transform. Da habe ich ja, wie gesagt, auch die Lippenfarbe dazu. Diese, das ist so eine, ja, so eine Base, aber die benutze ich nicht wirklich. Ich benutze einzelne Farben einfach zum Highlighten oder halt als Contour und so weiter. Also mischen tue ich vielleicht mal, aber ja, das ist halt eine ganz normale für mich Palette. Außer die, die ist sehr krass für einen Blush. Aber man kann ja, wie gesagt, es ist so eine Create and Transform. Also man kann es, wie gesagt, zusammen mixen. So. Dann, wie gesagt, habe ich einzelne Produkte auch hier mit den Fläschchen. V7 Night Glow, Cha-Cha Tint,
ne? Von BS Cosmetic die White and Radiance Palette. Auch da greife ich zwischendurch zu. Benefit habe ich hier. Dann habe ich die einzelnen etwas dickeren Schichtelchen V7 Konturpuder von Benefit, den Coralista und den Havana. Ne? Genau, dann Lacombe habe ich diese Cushion Highlighter. Der ist auch sehr, sehr, sehr schön. Auch so ein schöner, leichter, flüssiger Highlighter. Genau. Dann habe ich hier einzelne kleine Paletten, auch hier von Revolution. Dann hier von V7. Catrice. Dann so ein Mousse Blush. Dream Touch Blush. Ja, von Maybelline. Ja, das war dann halt diese Variante. Ach, und dann hier mein Rainbow Highlighter von Revolution. Genau. Und ich bin wirklich sehr stolz auf die Sammlung. Und ja, ich hatte, als ich mal, ich wollte euch kurz erzählen, als meine Mutter das jetzt entdeckt hatte, als sie mal hier war bei mir oben, hat sie gesagt, oh wow, ne? Und ja, ich habe ihr auch gesagt, wenn sie möchte, kann sie sich auch ein bisschen Blush, Highlighter, Bronzer aussuchen, wenn sie möchte. Die muss mir halt nur Bescheid geben, ne? Genau. Gut, dann gehen wir weiter in die nächste Etage. So, es wird jetzt immer tiefer hier, merke ich. Jetzt muss ich mal auf meinen Rücken aufpassen. Hier sind auch nochmal die restlichen Bronzer, Highlighter und Blushes. Einmal die Potete, die sind hier. Und einmal halt die anderen einzelnen Paletten von NYX, von BH Cosmetic und nochmal von BH Cosmetic aus der Pro Studio Reihe und nochmal BH Cosmetic. Aber das ist eher die Blush Palette. Kann ich euch ja mal eben zeigen. Blush Palette. Die Bro, die habt ihr jetzt hier so ein bisschen gesehen. Und dann hier nochmal diese wunderschöne Highlighter-Palette. Ja, richtig cool. Dann haben wir hier ja diese Blush-Herzen von I Heart Makeup. Da habe ich ja auch letztens eine neue gezeigt, die Angel of Heart-Palette. Richtig, richtig schöner Glow-Ton. Dann halt die restlichen anderen Blush oder Highlighter, die nicht in diese Aufbewahrungen gepasst haben. Was auch nicht schlimm ist, man kann ja ein bisschen hier switchen. Cookies and Cream, die habe ich ein bisschen pulverisiert, dass mal schneller alle geht, aber ja. Genau, das waren dann halt die. Und ja, das war die Schublade für die Bronzer Highlighter Blushes und ich wünsche euch jetzt gleich, wenn ich diese ganzen Fächer hier fertig habe, eben schnell zum Karton über, dass ihr dann auch komplett diese Sammlung nochmal seht. So, damit die komplette Blush Highlighter Bronzer Sammlung komplett ist, wollte ich euch diesen Karton zeigen. Hier sind einfach nur die einzelnen anderen Produkte drinne, auch nochmal so ein Blush-Herz zum Beispiel. Ne? Warte mal, einmal ganz kurz. Blending, ja genau, Blending Hearts hatte ich. Ich dachte, ich hätte es doppelt. Ne, ich hatte auch noch Dragon Hearts, genau. Ja. Dann V7, eine V7 Palette ist das hier. Das zeige ich euch, die Solar Glow Palette. So, dann habe ich auch noch Lacombe zum Beispiel noch hier drin, noch die restlichen Revolution Produkte, Sticks von Kiko, Zip,
Das ist auch eins von denen in der Rosé-Variante. Chris Dior habe ich auch, zeige ich euch auch mal schnell. Das ist eine Boom-Bam-Farbe, wie ihr hier seht. Richtig gut für den Sommer. So. Also das sind jetzt quasi die Produkte, die ich jetzt erstmal hier verbannt habe, damit ich drinnen noch so einen Überblick habe. Wir sieben Cream Bronzer. Das war ja ein Tube zum Chanel, Ton de Chanel. Soleil sein, glaube ich, oder wie das heißt. Ja, das war es eigentlich hinten, wie gesagt, ganz viele Revolution und wie gesagt Lacombe, ne? Ja. Und hier habe ich noch die Blush Pearls aus der L.E. Hot Future. Genau. Und das wollte ich euch mal eben ganz schnell zeigen. Und das bleibt jetzt hier einfach auf meiner Box stehen. Und jetzt gehen wir schnell weiter zu den nächsten Schubladen. So, ich habe jetzt mal die Kamera etwas schräg hingestellt. Ich hoffe, man kann etwas sehen. Und ich habe mich jetzt mal hingesetzt, weil je tiefer es wird, desto blöder wird das für meinen Rücken. Also ich habe jetzt hier, also hier habt ihr jetzt keine wirkliche Aufbewahrung gesehen, hier oben und auch bei den anderen nicht. Das habe ich jetzt gar nicht, außer jetzt bei den Monoprodukten. Hier habe ich jetzt neue Aufbewahrungen für meine Mono-Lidschatten. Und zwar ist das auch von Amazon gewesen und habe das von der Reihe bei Allegory entdeckt. Und das sind hier sogenannte Trennscheiben. Warte, ich mach mal eine raus. Das sind jetzt hier sogenannte Trennscheiben. Das heißt, wenn ihr noch breitere Monoprodukte habt oder ihr möchtet das hier raus haben, was eigentlich nicht notwendig ist, weil es ist drinne und es stört mich nicht. Wenn ihr aber trotzdem noch breitere Produkte habt, dann könnt ihr die natürlich rausmachen, zur Seite legen so lange. Und ich finde die sehr schön. Also für meine Monoprodukte muss ich sagen, passt es sehr gut gepasst. Obwohl ich auch jetzt mittlerweile ein Palettenfan bin. Aber ich würde immer mal wieder hier und da mal kleine Mono-Lidschatten holen, ne? Damit man auch nicht so viel mitschleppen muss auf Reisen und so weiter. Und ja, hier haben wir zum Beispiel noch von P2 der IT Eyeshadow Mousse. Ne? Das ist nun das hier zum Beispiel. Ist also so eine sehr mussige Konsistenz gewesen. Trended Up habe ich hier noch aus der Scarabeo Eyeshadow Kollektion. Hier habe ich Bobbi Brown. Adeko habe ich hier drin. Wenn der jetzt, ja, ich weiß nicht, ach, egal. Adeko, dann habe ich hier L'Oreal. Ich zeige mal eins davon. L'Oreal aus der Matt-Reihe, dann habe ich aus der Pop-Reihe und aus der Lumiere-Reihe habe ich, ja. Dann zweimal Floma, dann nochmal Trended Up aus der 183 Days Kollektion. Die haben jetzt übrigens wieder neu sortiert, die Trended Up 183 Days. Und dann habe ich hier auch noch eine normale Trended Up Lidschatten von Douglas, von Alverde. So ein schöner Blendeton, ne, wenn es mal schnell gehen muss. Dann fängt das, glaube ich, an mit MAC, oder ist das noch nicht? Nee, dann haben wir hier noch Revolution. Jetzt kriege ich das jetzt nicht raus. Hier haben wir Revolution, diese neue Art von Mousse-Lidschatten von denen. Oder so ein Topper. Dann haben wir hier hinten warte, ich drehe das mal rum. Also hier sind, ihr seht ja auch einen Teil von den MAC-Lidschatten. Eins kriege ich raus. Ja. Und hier dieses neue, was ich mir geholt habe, L'Oreal Paint.
iPaint habe ich mir mal mitgenommen. Ja, und das war's. Man kann es natürlich, weil es auch hier etwas dicker ist, natürlich auch hochkant hinstellen. Aber ich wollte es ja gerne haben zum Hinlegen. Und das ist dann halt die Palette, die Aufbewahrung. Und dann haben wir hier auch nochmal eine Aufbewahrung hier drinne. Das hole ich jetzt nicht komplett raus, weil das ist schwer. Das ist auch von Amazon aus der Firma, ich glaube, iPod. Da müsst ihr mal schauen. Ihr habt ja die letzten Stories schon mal gesehen. Und dann könnt ihr das ja angucken. Das ist auch mit Trennscheiben. Und da habe ich halt meine ganzen Mini-Paletten drin, die man sehr gut hier schön reinpacken kann. Da habe ich jetzt von Catrice hier einiges, ne? Egal, ob ich jetzt Standard oder halt selber, P2. Ich habe mir doch ein paar P2-Produkte damals geholt, als es dann rausgegangen ist, habe ich mir ein paar Lidschatten mir gekauft. Dann Mini Revolution, hätte ich auch bei den anderen Paletten reintun können, aber dann würde das dann halt untergehen. Aber wenn ich dann auch wie immer auf Reisen wäre, ne, oder halt zu Besuch irgendwo, dann könnte ich dann diese Palette mitnehmen. Dann wäre ich auch fertig. Dann haben wir hier nochmal Essence. Love Letters habe ich aus dem Ausverkauf genommen. Das nehme ich aber allerdings als ja, Highlighter-Palette sozusagen, ne? Dann haben wir, was haben wir denn hier noch? L'Oreal, etwas krasser. Bijou-Palette habe ich hier in der coolen Variante. Hinten sehen wir noch Lacura, Revive de Loop und so weiter. Aber ich könnte jetzt mal versuchen, ein bisschen rauszunehmen, damit man das doch noch hier vorne in der Kamera etwas besser sieht. Also hier noch Lacura, Alverde, Max Factor habe ich hier. Wet n Wild Paletten habe ich in groß und klein. Verschiedene Manhattan Paletten. Art Deco habe ich noch. Dann zeige ich euch auch noch mal einmal kurz die Zusammenstellung. Ja, ist eigentlich relativ gut verwendet, finde ich. Dann so eine ganz, ganz, ganz dünne Smashbox-Palette, die allerdings sehr mühselig aufgeht. Aber trotzdem von den Farben her sehr schön. Dann hatte ich ja aus dem Art Deco-Kalender auch so eine Palette. Ja, und das sind so die größten Paletten, die ich so habe. Kleine MAC-Palette, Isadora, Michelin. Da, genau. Dann habe ich eine Revlon-Palette. Dann haben wir noch eine kleine NYX-Palette. Also hier sind wie gesagt alle Paletten, die Mini sind. Maybelline habe ich auch. Ja, das sind dann halt die Paletten, die ich jetzt hier reingepackt habe, um auch von der Größenordnung auch ein bisschen Platz zu sparen. So, und dann kommen dann hier meine einzelnen Lidschatten hin und damit ist das auch fertig. Man kann, wenn man möchte, auch hier zwischen natürlich auch ein paar Paletten reintun. Vielleicht mache ich das auch nachher noch, aber für das Video lasse ich erstmal das so stehen. Und jetzt gehen wir zur nächsten. So, hier weiß ich nicht, wie ich das positioniere. Aber hier gibt es eigentlich nichts zu sagen, außer das ist die ganze Revolution-Sammlung. Von den neueren Paletten, hier von diesem, ne, gibt's ja jetzt die neue Revolution Kollektion Visionary.
Velvet Rose und so weiter. Also hier sind dann diese ganz neuen, die ins Sortiment gekommen sind. Meine I Heart Make-up Kollektion. Dann die ganzen alten Versionen, ne? Genau. Hier seht ihr dann auch noch ein bisschen was, ich hoffe. So. Die Kiso-Palette, die kennt ihr. Ne? Die gibt's ja auch noch. Eine richtig schöne Palette. So, dann habe ich ja noch die Fortune Favors The Brave. Die Soul X Paletten. Alle beide. Ja, also das ist wie gesagt die komplette quasi Revolution Kollektion. Ja. Finde ich sehr schön. Also da gibt es jetzt nicht viel zu sagen. Ich liebe Revolution und euer Make-up. Und ich könnte mich nicht vorstellen, mich davon zu trennen. Nee. Also, wie ihr seht, ich bin auf bestimmte Marken sehr fixiert und sehr interessiert. Und ja, wie gesagt, wenn einige Produkte leer gehen würden von den anderen Marken, egal ob es jetzt Essence und so weiter ist, würde ich immer Revolution vorziehen, PH Cosmetic vorziehen, weil ich mittlerweile auch mit den Produkten sehr zufrieden bin. Und ja, genau. Gut, gut, dann gehen wir ganz schnell zu den nächsten Etagen. So, meine Lieben, das sind jetzt die letzten Etagen, die ich jetzt noch habe. Ich muss einmal ganz kurz etwas höher machen. Hier ist eigentlich auch wieder Lidschattenpaletten von Essence, V7, gepottete Paletten. Hier zum Beispiel. Dann die Claymazing von Catrice. Ja. Genau. Die The Balm. Die Nude Cute. Sorry, ich habe, glaube ich, ein bisschen zu früh gedrückt. Also die The Nude Cute. Ja, das sind dann so die Paletten, die ich auch mal zwischendrin benutze. Von Essence hier die ganzen Paletten. Und ja, mein Stolz. Also alles ist mein Stolz. Ja, und jetzt gehen wir zu der letzten Schublade. Hier muss ich jetzt leider auf dem Boden sitzen, damit ihr das besser koordiniert seht. Ich kann das nicht anders. Hier sind jetzt halt die restlichen größeren Paletten drin, ne, die jetzt nicht so gut hochkant reingepasst haben, aber ist ja nicht schlimm. Hier sind jetzt zum Beispiel auch gepottete Lidschatten. Ich werde auch mal gucken, vielleicht kann ich auch einige Monoprodukte auch in die kleineren Setpaletten umswitchen, dass ich auch hier und da auch mal ein bisschen noch mehr platzsparender arbeiten kann. Ne, so. Dann haben wir hier noch die Made for Stars Palette. Ein Träumchen. Die Deluxe Kali Bible Palette, die gibt es ja auch in einer normalen Version. Und ich habe natürlich die Deluxe genommen, weil auch hier eine Kombination aus Lidschatten und Highlighter oder Bronzer für mich sehr, sehr, sehr toll umgesetzt wurde. So hat man halt ein bisschen Platz in der Kosmetiktasche. Ja. Die Zodiac-Palette habe ich auch. Wartet. Kleinen Moment. Hängt hier ein bisschen fest. Die Zodiac Palette, auch eine richtig tolle Palette mit matten und schimmernden Tönen zu arbeiten. Hier hat man halt die Matten, die sollen halt zusammenpassen mit diesen Schimmertönen als Topper. Also ich bin da mal richtig gespannt,
wie es weitergeht. Ich habe ja schon zwischendurch hier und da mal damit was geschminkt. Dann die tolle Dare to Dare Eyeshadow Palette. Eine richtig tolle Palette, finde ich. Auch die. Also ich habe mich auch sehr auf spezielle Farben spezialisiert oder halt interessiert. Um auch mal ein bisschen anders zu schminken. Hier sind auch noch die Edge Cosmetic Paletten. Die von Mrs. Bella, die Besagtheit und die ganz normale. Shane XO, die Take to Brazil, glaube ich, heißt das. Dann habe ich hier auch noch mal eine. Die ganz normale, ich glaube, die normale schwarze Nude Palette. Die Elf Cosmetic habe ich hier. Und die großen Revolution Pro HD Paletten. Da habe ich ja alle. Die Accelerate, die Socialite und. Haben wir direkt geschubst und die Smolder. So. Ja, hier noch die BH Cosmetic Paletten. Solar Flare. Galaxy Chic. Und eins von den Glamour Reflection. Eins habe ich ja in den Schminkkörbchen. Und von Revolution die Pretty Strong. Die könnte ich eigentlich auch irgendwann mal in dem Schminkkörbchen packen, weil ich habe die noch nicht richtig am Auge ausprobiert. Aber es ist eine sehr schöne Kombination. Ja. So, Ladies. Das ist dann, glaube ich, alles soweit. Ich muss einmal ganz kurz hier wieder koordinieren. So. Falsch rum. Zack. Damit auch alles wieder ein bisschen Platz und Ordnung hat. So. Naja, die großen Paletten groß sind, kann man die leider nicht hochkant hinstellen, aber das ist ja wurscht. Ja. Genau, das waren halt die letzte Schublade. Genau. Also, ich werde mich jetzt gleich mal eben kurz bei euch zurückmelden. Dann hören wir uns dann Angesicht zu Angesicht wieder. Bis gleich. So, ja, dann bin ich jetzt mal wieder zurück eben für die Verabschiedung. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Drüben im Schminktisch ist eigentlich nichts Besonderes, was ich euch sagen möchte. Da ist Nagellacke drin, die Color Tattoos, ein paar Pigmente. Ist eigentlich nichts Besonderes. Natürlich habe ich auch noch Mascaren und Kajale, aber die habt ihr ja schon dort gesehen und meine Lip Liner und so weiter. Aber hier in dem Schrank sind halt die größten, oder das größte, was ich habe an Schminksammlungen. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Ich bin mal gespannt, wann ich das nächste Video drehen kann. Denn ab Dienstag beginnt so die Phase, wo ich zum Zahnarzt muss, einiges vorbereiten muss für meine ganzen, für meinen Kiefer oben, ne, für die Zähne oben. Und ich weiß, wie gesagt, nicht, wie lange ich noch Videos drehen werde, aber ihr werdet auf jeden Fall irgendwie irgendwo versorgt. Ja, ich werde euch dann halt auf den laufenden Stand bringen und ja. Wir sehen uns bald und passt auf euch auf und zieht euch warm an, es ist schon wieder frisch. Und ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss.